Und das ist der beste Dating-Ratschlag, den du je hören wirst. Vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, was möchte ich für einen Partner überhaupt? Vielleicht hast du dir schon mal eine Liste gemacht mit den Eigenschaften. Aber das ist komplett falsch, mach das nicht. Viel besser wäre es, wenn du dir diese Frage stellst. Wenn ich meinem aktuellen Partner alles anbieten würde, was ich jetzt kann, wer wäre ich dann? Und ja, lass doch mal ein Abo da, wenn dir meine Themenwahl gefällt. Und vergesse nicht, das Glöckchen zu aktivieren, weil YouTube ja nicht alle Videos vorschlägt. Weißt du, in dieser Welt ist es komplett umgedreht. Wir denken, ja, ich möchte diesen und diesen Partner und der soll so und so sein. Und wir wundern uns, warum dieser Partner nicht in unser Leben kommt. Ich kannte da auch mal jemanden, der sich beschwert hat, warum er immer die gleichen Frauen anzieht. Und weißt du, was ich da beobachtet hatte? Weil ich kenne diese Person schon sehr, sehr lange. Dass diese Person genauso ist, wie sie schon vor 10 Jahren war. Und dann wundert sie sich, warum diese Person nicht andere Frauen anzieht. Und das ist ganz wichtig. Du musst nämlich das werden, was du dir wünschst. Denn so funktioniert das Gesetz der Anziehung. Es ist nicht so, dass du dir das und das aufschreibst und dann muss die Person so kommen. Nein, es ist anders. Du musst zu dieser Person werden. Du musst so sein. Denn was du jetzt bist, was du ausstrahlst, dein Sein, das wird in dein Leben kommen und dein Partner wird dann auch so sein, wenn du das erstmal geben kannst. Also frage dich, was kannst du jetzt schon geben? Und dann reflektier mal darüber. Schau dir mal deinen Partner an, den du dir wünschst und schau dir mal dich an. Bist du so wie der Partner, den du dir wünschst? Wenn nicht, dann hast du jetzt die Antwort. Wie soll mein Partner sein und wie muss ich dann werden? Was für Eigenschaften muss ich dann entwickeln? Lass uns mal da reingehen. Wünschst du dir vielleicht einen Partner, der gut drauf ist, der im Herz ist? Bist du gut drauf? Bist du im Herzen? Wir alle wünschen uns einen Partner, der die Sonne im Herzen hat. Aber hast du die Sonne schon im Herzen? Denn wenn du die Sonne im Herzen hast, dann wirst du auch solche Menschen erschaffen und solche Menschen werden dann auch in dein Leben treten. Du wünschst dir einen Partner, der finanziell gut aufgestellt ist. Wie sehr bist du finanziell gut aufgestellt? Hast du ein eigenes Business? Wie sehr beschäftigst du dich damit? Du möchtest einen Partner, der gut aussieht, der sexy ist, der erotisch ist. Siehst du gut aus? Kannst du vielleicht an deinem Körper arbeiten? Kannst du vielleicht trainieren gehen, abnehmen, ja, dich besonders gut kleiden? Du wünschst dir einen Partner, der stabil ist, der emotional gut aufgestellt ist. Bist du denn emotional gut aufgestellt? Bist du innerlich stabil? Hast du diese Stabilität in dir? Denn dann wirst du so einen Partner auch in dein Leben ziehen. Du wünschst dir einen Partner, der bewusst ist, der gut mit dir umgehen kann, der gut mit dir reden kann. Aber hast du zum Beispiel schon mal gelernt, wie man vernünftig kommuniziert? Hast du vielleicht einen Kommunikationskurs mal besucht? Hast du vielleicht deine Innenwelt mal aufgeräumt, sodass du auch nicht ständig getriggert bist und vernünftig reden kannst. Du wünschst dir einen Partner, der sehr liebevoll ist. Aber wie liebevoll bist du zu dir selber? Wie sehr liebst du dich? Und wie sehr liebst du die Welt? Das ist das immer, was ich in meinen Videos sage. Fang an, die Welt zu lieben. Fang an, die Menschen zu lieben. Seh die Menschen als eins. Und der richtige Partner wird automatisch in dein Leben kommen, der dann auch noch liebevoll ist. Du musst erst zur Liebe werden, bis das Leben dir Liebe widerspiegelt. Du musst anfangen, selber Liebe zu geben, wenn du Liebe empfangen möchtest. Das ist das Einmaleins des Lebens. Und wenn du jetzt bereit dazu bist, dann lass mir auf jeden Fall ein Like da. Vielen Dank. Ja, meine Lieben, das ist wirklich der beste Dating-Ratschlag, den du je gehört hast, nicht wahr? Wenn du das wirklich mal umsetzt, wenn du das Jahr für dich nutzt, um an dir zu arbeiten, konzentrier dich mal wirklich mal nur auf dich. Konzentrier dich mal nur auf deine Entwicklung, nur auf die Entwicklung der Liebe. Konzentriere dich einfach mal darauf, dass du einfach Spaß am Leben hast, dass du Spaß an dir hast und der richtige Partner, so wie du dir den wünschst, der wird dann automatisch in dein Leben erscheinen. Das ist das Gesetz der Anziehung. Und das habe ich auch sehr, sehr oft erfahren. Weil mir ist aufgefallen, dass ich immer unterschiedliche Frauen angezogen habe. Also die Qualität von den Frauen, die wurde immer höher. Und ich habe immer gedacht, es kann nie besser werden. Aber es wurde dann immer besser. Und weißt du, woran das lag? Weil ich mich die ganze Zeit weiterentwickelt habe.
ich habe ständig an mir gearbeitet, ich bin immer mehr in die Liebe gekommen, ich habe mich mit vielen verschiedenen Themen in meinem Leben auseinandergesetzt und demnach bin ich die Spirale immer ein bisschen höher gegangen. Und das Leben, das konnte dann nicht anders, um mir die passende Partnerin für die Zeit zu schicken. Du bekommst immer genau das Richtige jetzt. Immer das, was du jetzt brauchst, bekommst du. Und wenn du dich weiterentwickelst, dann bekommst du das Nächste, genau für jetzt. Und deswegen wirst du genau immer den richtigen Partner anziehen, dementsprechend, wie du dich entwickelt hast und wie du dich siehst. Und meine Seele, die hat dann immer automatisch Seelenfreunde angezogen. Wenn du irgendwann deinen Seelenpartner in dein Leben ziehst, dann wird dieser Seelenpartner diese Sachen sagen. Schau mal in diesem Video rein, da habe ich darüber gesprochen, was ein Seelenpartner sagt, wenn er in dein Leben gekommen ist.